So Leute, heute geht's ans Plovmachen. Das Feuer brennt, das Öl ist eingegossen, fängt an zu dampfen und das Ganze hier in einer schönen transkarpatischen Gegend. Das Fleisch kommt jetzt in das brutzelnde Fett und wird angebraten quasi. Es wird nicht gar gebraten, sondern nur angebraten. Also die 300 Gramm Öl haben gereicht und ungefähr 1,2 Kilo Fleisch. Das reicht jetzt absolut aus am Anfang. Und das wird so frittiert. Das Geheimnis ist eigentlich gleiche Menge. Jetzt kommt eben auch wieder 1 Kilo 200 Gramm Zwiebeln dazu. Sobald das Fleisch eine äußerlich eine schöne Farbe hat. Die gleiche Menge, also an Gewicht, geschnittene Mohrrüben dazu. Also wie gesagt, die Reihenfolge ist extrem wichtig. Wir haben jetzt so viel Wasser hier reingegossen, dass es quasi reicht, wie man sieht, also es muss nicht bedecken. Und jetzt kommen wir zu den Gewürzen, also ungefähr ein Esslöffel Salz. Ja, meint noch ein bisschen dazu. Und ich habe da auch Knoblauch gesehen. Das, jetzt kommt edelsüße Paprika. Ich habe schon gesehen, eben nicht gefilmt. Oregano-Pulver kam dazu, Paprika, brutzelt schon mit dabei. Chili-Pulver, Barbarissa-Beeren. Die schmecken richtig gut nachher, die geben einen Geschmack ab, das ist einfach eine Freude. Kurkuma kann auch reichlich sein, wenn man es mag, ist gesund. Curry. Und Honig. Nummer dazu. Übrigens ein Messer, nur mal zum Vergleich zu meiner Hand, von dem Messermacher, den ich euch vorletztes Jahr schon einige Messer gezeigt habe. Schwarzer Pfeffer, haben jetzt ungefähr 2 Esslöffel zu. Und das Ganze kühlt vor sich hin. Hat im Moment also eine scharfsüße Eigenschaft, aber nachher, wenn der Reis dazu kommt, wird das perfekt. So viel Rosinen dazu. Mhm. Ein Kilo Reis. Basmati habe ich hier, indischen. Und nochmal, wie gesagt, 200-300 Gramm, damit es wieder aufs gleiche Verhältnis kommt. 1,2, 1,3 Kilo Reis. Der wird jetzt gewaschen und dann kommt einmal gewaschener Reis, kommt jetzt dazu. Und ich habe gerade noch mal 700, 800 Milliliter Wasser dazu, dass es also auch auf die gleiche Menge kommt. Hier reingetaucht, so tief wie möglich. Also, man tut unten das Fleisch nicht vermischen mit dem oberen Reis. Das Fleisch und die, alles andere bleibt unten drin. Und oben ist eben die Schicht Reis, die hier leicht köchelnd die ganze Flüssigkeit jetzt aufzieht. Und es wird immer wieder werden so Löcher reingemacht. Eine Chilischote in ein Loch reingeschoben. Und die soll noch nachgaren. Und das zieht jetzt noch. So sieht das jetzt aus. Und ich freue mich drauf. Oh, der Deckel ist aber noch heiß. Und jeder tut hier ein bisschen was dazu beitragen. Hier werden Kartoffeln auf dem heißen Stein gegrillt. Und Zucchini. Hier gibt es Bratkartoffeln.